Hi, hier ist wieder Jessica von Duct Tape und heute bastel ich mit euch eine Halloween-Süßigkeiten-Schachtel. Wie ihr da vorne schon sehen könnt, habe ich da den bösen Frosch nachgebastelt und heute machen wir mal eine Schachtel in Kürbisform. Dafür braucht ihr erstmal einen Schuhkarton im besten Fall. Ich habe hier jetzt schon mal einen vorbereitet. Man kann ihn aufmachen und zu. Als erstes müsst ihr vorne den Mund aufmalen. Dazu nehmt ihr einen Stift und die Vorderseite von eurem Karton und malt einmal kurz auf. Ungefähr, müsst kein Lineal benutzen, wie groß der Mund werden soll. Meiner soll so groß werden. So, das schneidet ihr jetzt einmal vorsichtig bitte mit eurem Messer nach. Auch wenn es da nicht hundertprozentig gerade ist, ist überhaupt kein Problem. Oder wenn ihr die Linie nicht genau getroffen habt. Das seht ihr nachher eh nicht mehr. So. Da haben wir schon die Klappe von unserem Mund. Jetzt fangen wir an, den ganzen Karton einmal zu bekleben. Wie gesagt, ich mache einen Kürbis. Ihr dürft daraus machen, was ihr wollt. Ich brauche natürlich Orange. Hierbei muss leider der ganze Karton beklebt werden, also müsst ihr echt etwas mehr kleben. So, der ganze Karton ist schon mal orange. Jetzt müssen wir irgendwie noch den Mund befestigen und dafür nehmt ihr auch die orange Rolle. Reißt euch was ab. Legt das mit der Klebeseite nach oben. Reißt auch noch ein Stück ab, was ungefähr gleich lang ist. Und legt es vorsichtig drauf. Ungefähr. Wenn jetzt irgendwo was übersteht, dann schneiden wir das einfach ab. Jetzt müsst ihr einmal gucken, wie lang euer Mund ist. So, das passt von der Breite her schon. Super. Mit der Lasche könnt ihr jetzt entscheiden, wie weit der aufstehen soll. Ich sag jetzt mal, wenn er so aufsteht, wie er jetzt ist, nur befestigt, wäre schon mal nicht schlecht. Also schneide ich mir ein kleines Stück ab. Und klebe diesen Streifen jetzt in den Mund rein. Dafür brauche ich erstmal zwei Streifen Klebeband. Und klebe es damit in den Mund rein. So. So, das andere Stück klebt jetzt quasi gleich so da noch dran. Und das kleine Ding, was jetzt noch übersteht, könnt ihr einfach mit der Schere wegschneiden. Und noch mit ein Stück Tape überkleben, dass es fest bleibt. So, eine Seite ist zu, jetzt kommt die nächste. Dafür brauchen wir wieder ein Stück doppelseitig geklebtes Band.
in kleine Stücke. Ja, so kleben wieder in den Mund hinein. Und den zweiten quasi außen. Oben wieder abschneiden. Und einfach festkleben. Der Mund bleibt so, wie er ist. Doch schon ganz nett aus. Jetzt braucht der arme Kürbis natürlich erstmal ein Gesicht. Dafür nehme ich jetzt mein schwarzes Tape. Klebe mir das auf die Unterlage. Und was bekommt er mal für Augen? Ich würde sagen, ein paar Dreiecke. Schneidet mit dem Cuttermesser. Augen aus. Und klebt ihr auf euren Kürbis. Natürlich darf die Nase auch nicht fehlen. Die klebt über dem Mund. So. So. Und natürlich hat der Kürbis auch immer etwas Grünes. Also stippelt sich mir eine grüne Rolle. Und mach damit den Strunk. Da. Ich nehme wieder ein Stück Ducktape doppelt. Vorsichtig übereinander kleben. Links und rechts die unsauberen Kanten abschneiden. Das Ganze zu einem Kreis formen. Und den natürlich mit Ducktape festkleben, so dass es auch ein Kreis bleibt. Damit es oben ein bisschen schöner aussieht, machen wir es natürlich noch zu. Dafür braucht ihr noch ein bisschen. Ducktape. Okay, ich brauche zwei Streifen. Und das klappt ihr einfach runter.
Jetzt müssen wir das Ganze nur noch befestigen. Dafür klebt ihr euch ein längeres Stück auf eure Unterlage und schneidet einfach schmale Dreiecke aus. Damit könnt ihr das Ganze nachher festkleben. So. Das macht ihr jetzt auch einmal ganz rum, sodass keine Öffnung mehr da ist. Die Dreiecke könnt ihr natürlich auch alle in unterschiedlichen Größen machen, mal dick, mal dünn, so wie ihr möchtet. So, jetzt nehmt ihr ein Edding und könnt einfach, so wie bei einem Kürbis, die typischen Rillen einmal aufmalen. So, so ist die Kiste fertig. Die müsst ihr jetzt nur noch mit Süßigkeiten befüllen, damit ihr auch ein schönes Halloween-Fest damit haben könnt und überall eure Süßigkeiten verteilen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt viel Spaß beim Nachbasteln. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, wenn ich mit euch für euch einen persönlichen Bilderrahmen bastel. Bis bald. Ciao, Jessie.